Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Cities Skylines. Ja, da schauen wir mal auf unser kleines Städtchen hier, was ja schon ganz gut aussieht, ne? Haben wir einiges geschafft letztes Mal. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir weitermachen. Ich warte vor, jetzt hier unsere Linien ein bisschen auszubauen. Wir sind ja da, haben wir da ja schon welche, die ein bisschen knapp sind. Und ja, wir sollten jetzt vielleicht gucken, dass wir da weiterkommen. Ein bisschen reingezoomt vielleicht. Wir haben da vorne schon eine Linie. Hier ist auch eine Bushaltestelle. Aber wir müssen erst was Neues anfangen, glaube ich. Okay, da fahren wir mal los. Machen wir hier eine Industriegebietlinie, denke ich mal, oder? Hier lang. Dann hier lang. Ja, so am Müll vorbei, ne? Da riecht es nicht so lecker. Ach so. Ach, da ist die Straße noch nicht gebaut. Da müssen wir erst noch gerade mal die Straße machen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Linie. Sieht auch ganz gut, glaub, aus, oder? Dann können wir ja hier einfach da länger machen, ne? Ach so, das wollen wir vielleicht ein bisschen geschwungen haben. Machen wir mal so. Und dann so, oder? Wird mir so am schönsten gefallen eigentlich. Machen wir mal. Jo. Gut, dann kann der Bus da lang fahren, denke ich mal. In der Mitte können wir später noch eine Linie machen. Und wo war der Bus? Da ist der Bus. Dann fahren wir von da aus. Muss ich das nochmal anklicken? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das doch. Jetzt geht es. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, hier noch eine Haltestelle hin. Fahren hier in den Bogen rein, oder? Und ja, machen wir hier eine kreisrunde Bahn einfach. Hier so lang. Und dann. Ach so. Haben wir irgendwie eine schlechte Strecke dann. Ja, schlecht kann man jetzt nicht so wirklich sagen, ne? Aber eine Strecke, die jetzt nicht optimal ist. Machen wir da lang. Na, jetzt habe ich mich in Anführungsstrichen verfahren, ne? Kann man das so wegmachen? Ja. Dann machen wir die lieber hier hin. Also es war gerade ein Rechtsklick und mit einem Rechtsklick ging das dann weg. Da auch noch zusätzlich anhalten, damit diese Bushaltestelle dann auch noch genutzt wird zum Umsteigen. Gut. Und dann haben wir schon wieder eine Linie mehr. Die da in der Mitte freuen sich jetzt nicht so sehr. Aber denen können wir ja auch Abhilfe schaffen, indem wir ganz einfach hier noch ein bisschen die Möglichkeiten geben, mitzufahren. Wir müssen nachher da wieder hin, dann kommen wir von da oben, dann fahren wir erstmal hier lang. So. Ich würde sagen, dann hier lang. Da auf der Ecke. Eine Linie nicht, sondern eine Haltestelle. Da wäre eine schon. Da lang und dann wieder verbinden. Ich denke, das ist prima für die zweite Linie. Und dann machen wir hier noch eine. Hier doppelt. Okay, wir müssen woanders anfangen. Dort. Dort. Da lang. Dann fahren wir hier rum. Fahren da rum. Fahren hier lang oder da lang? Na, machen wir da einen Halt. Nehmen den Halt mit zum Umsteigen. Und schließen die Linie da wieder zu. Und dann haben wir die Fahrbahn auch. Und ich glaube, hier mittig können wir auch noch eine reinmachen. Würde ich sagen, fangen wir hier an. Da lang. Fahren dann hier rein. Ja. Nehmen das mit. Damit. Halten auf der Seite nochmal an.
kommen hier wieder. Und da unten müssen wir hin. Da lang. Dort lang. Komm ein bisschen weiter, da lang. Und da lang und dann die Linie geschlossen. Passt. Haben wir die Linien geschafft. Busverkehr fährt, würde ich sagen. Gut, haben wir. Was haben die hier für ein Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter, okay. Wie sieht denn unsere Schulbildung überhaupt aus? Okay, nicht so dolle. Kapazität ist voll da noch. Ja, da fehlt uns das Oberste sozusagen. Ne? Wir sind hier mit... Ja, ich glaube, da müssen wir mal rauszoomen, damit wir das besser sehen. Ja, aber... Hier hinten könnte noch eine Schule hin, ne? Da war aber direkt eine Mülldeponie daneben, oder ne, das war der Friedhof, ne? Schule direkt neben Friedhof ist auch nicht so schön, ne? Ja, komm dahin. Dann freuen die sich alle. Oh, selbst im Industriegebiet wird sich gefreut. Was war das jetzt? Oberschule. Und das ist auch eine. Okay, passt schon. Ah, hier könnte noch mehr sein. Ah, ich sehe schon. Wir sollten vielleicht mal die Fahrt freigeben, ne? Und hier würde ich dann noch gerne irgendwie... Die sind da alle nicht für die Schule betroffen, sozusagen. Das sind ja nur für die Wohnhäuser. Das sieht aber alles ganz gut eigentlich aus, oder? Lassen wir das mit der Schule erstmal. Was ist mit Wasser? Fast alles abgedeckt. Mengenmäßig ist es auch gut. Noch. Da hinten müssen wir gerade den Bulldozer rausholen. Warum will der das nicht abreißen? Muss ich näher ran oder was? Ach so, weil Wasser angeklickt ist, kann ich das nicht abreißen. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt aber. Gut. Hier ist noch alles gut. Da auch. Noch irgendwo was Verlassenes? Ich glaube nicht, oder? Nicht wirklich. Hier unten Jingles, die bauen aus. Oh, da haben wir jetzt aber einen. Und haben den falschen abgerissen, sowas Ärgerliches. Naja, der war kurz vor dem Konkurs, habe ich deswegen abgerissen. Ja, und hier haben wir noch eine riesen Polizeistation, die wir noch gar nicht haben. Und hier unten, aber das hatten wir ja letztes Mal schon, ne, wo ich gesagt habe, brauchen wir das? Wenn, dann hier. Komm, zack. Wunderbar, zweite Polizeistation. Können wir uns leisten, ne? Okay. Wie sieht's denn hier mit Arzt in dieser Ecke aus? Schlecht. Dann machen wir hier noch einen hin. Jetzt habe ich, glaube ich, ein anderes Haus mit abgerissen, aber passiert halt. Krankenhaus am Rande der Stadt. Hier fehlt's mit Krankenhaus, oder? Kriegen wir das hier irgendwo unter? Ja, nicht wirklich. Das ist so groß. Dann müssten wir Straßen abreißen. Das möchte ich aber dann auch nicht machen. Geht das überhaupt irgendwo hin? Ort ist bereits belegt. Da wird's gehen. Aber da nicht. Doch da.
Komm, da kommt's hin. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Und das ist ganz schön teuer. Friedhof haben wir noch. Ja, bleibt erstmal so, oder? Den Bulldozer rausgeholt. So, machen wir das erst wieder weg. Ah, wieder falsch gemacht. Hier hinten sieht alles gut aus. Es jingelt ohne Ende. Es wächst und gedeiht. Da ist noch eins. Okay, passt. Den Bagger weg. Jetzt bräuchte ich noch mal einen. Der ist gerade gestiegen. Okay, sieht man hier auch. Verbesserung im Gange. Die freuen sich alle. Wegen der Bildung und so auch wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht das Einzige. Da war auch noch gerade wieder sowas. Oder war es daneben? Ich weiß es nicht. Gut, dass der Drugstore da noch ist. Hier haben wir gerade einen gehabt. Ist da einer eingezogen jetzt? Oder was sagt er mir? Na, ist auch nicht so wichtig, glaube. Gut, das sieht doch ganz prima schon aus. Und ja, was wir noch ein Problem haben, fällt mir gerade ein, wir müssten Straßen upgraden, ne? Weil wir hatten ja so richtig viel Verkehr eigentlich, ne? Kriegen wir das denn irgendwie hin hier? Oh, dann müssen die alle weggerissen werden. Ich glaube, das finden die nicht gut. Dann lassen wir das da mal erstmal sein. Und machen eine Parallelstraße vielleicht besser. Da musste jetzt was weg, aber das ist jetzt halb so wild, würde ich sagen. Die Straße musste jetzt sein, ne? Ja, jetzt fahren da auch schon die ersten mal auf, oder? Genau. Gut, wollen wir hoffen, dass der Verkehr auf der anderen Seite dann besser wird, ne? Nee, da bin ich falsch. Hier oben muss ich hin. So, oder? Nee, das ist es auch nicht. Da sehe ich die Linien. Verkehrsaufkommen sehe ich da. Okay. Knalle rot schon. Und dieses wird auch nicht gerade besser, ne? Im Einzugsbereich hier vorne haben wir auch schon rot. Tja, da müssten wir Verbindungsstraßen noch aufbauen. Kriegen wir das noch irgendwie hin? Ich glaube ja, ne? Hier muss eine Verbindungsstraße durch, ganz einfach. Ja, die müssen leider weichen. Kann ich aber auch nicht ändern. Soll aber so sein. So, ist da was besser geworden? Ja, ganz entscheidend, glaub sogar, oder? Ist da nicht mehr ganz so viel rot. Was ist hier vorne an der Ecke für ein Haus? Ist das was Spezielles? Nee, das ist nur eine ganz normale Wohnung. Das heißt, wir werden das hier wohl noch aufstocken, oder? Zack, nochmal Straße. Ah, und das kriegen wir nicht weg, ohne den Friedhof abzureißen, oder sehe ich das? Das will er nicht machen. Da brennt's. Komisch, das will er alles gar nicht machen. Das heißt,
Straße muss weggerissen werden wahrscheinlich. Um dass es funktioniert. Kann sein. Probieren wir es nochmal aus. Bulldozer weg. So, dahin. Fertig. Bisschen reinscrollen mal gerade. Kriegen wir das irgendwie hier hin? Gute Frage, ne? Da will er sowieso nicht dran klickern, ne? Das heißt, wir machen das mal so. Und so. Das würde gehen. Und von dort, nee, das ist jetzt falsch dann. Jetzt mal reinzoomen, sehe ich da irgendwo dran, wie die Einbahnstraße läuft? Nicht wirklich, ne? Okay, die müssen da umdrehen, weil die Einbahnstraße bis dahin geht. Auch sehr interessant. So, und das andere wäre jetzt von da. Würde ich gerne so, aber so geht's. Und das Haus muss weg. Pech gehabt. Kann ich denn ihm hier sagen, mach mal bitte dieses hier noch als... das will er irgendwie nicht, ne? Das wäre ja schön, das nur als Einbahnstraße zu haben, oder? Ja, keine Ahnung. Okay, da können wir jetzt nichts machen. Ist so, ne? Ja, leider geht das nicht. Okay. Das, was wir aber machen können, dann können die da auch weiter reinfahren. Nehmen wir mal hier. Kreuzung von da. Irgendwie mal nach da hinten, ne, oder? So. Haben wir's. Ich glaube, so können wir das mal lassen. Rausgezoomt. So, einmal in die Karte da rein. Und dann sehen wir, das Verkehrsaufkommen ist hier schwächer geworden. Hier ist natürlich noch relativ schlecht, aber hier haben wir, glaube ich, eine Schule sitzen. Ja, da können wir jetzt nicht so ganz was dran ändern. Die wollte ich jetzt nicht abreißen. Aber das verteilt sich dann schon alles mehr, ne? Hier ist besser, da müssen wir vielleicht gucken, ob wir hier noch durchkommen. Aber ich sehe schon, der Fluss ist natürlich auch hier lang. Weil die alle auf diese dicke Straße wollen. Naja, okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.